Ja, hi, Anke. Servus. Servus. Wir haben ja gesehen, du hast deine erste YouTube-Folge abgedreht und da zeigst du jedem erstmal, wie man richtig einen Schlauch wechselt. Deswegen haben wir gedacht, weil wir einen Simon heute da haben. Simon, du kommst woher? Ich komme aus dem Nordschwarzwald, genau. Und fährst für unser Team Bulls. Bist Mountainbike-Profi? Genau. Kennst dich aus mit Schlauchwechseln, aber du bist ja eigentlich tubeless unterwegs. Ja, ja. Aber ich denke, ich kann mich der Challenge stellen. Okay, dann schauen wir mal. Also das ist jetzt eure Challenge. Ihr werdet den Schlauch einmal rausziehen, wieder neu reinlegen. Natürlich den Reifen schön in die Flanken wieder reinsetzen und dann natürlich aufpumpen. Wichtig ist, dass der Reifen richtig aufgepumpt ist, der Schlauch nicht platzt. Und währenddessen werde ich dann einfach mal gucken, wie weit ihr seid und wo es dann vielleicht hakt. Deswegen. Das ist dann übrigens der dritte Schlauch, den ich in meinem Leben gewechselt habe. Der dritte. Der dritte? Ja. Ich hatte, wow. Ich hatte vor dem Tutorial exakt einen Schlauch gewechselt. Der zweite war während des Tutorials. Also nicht, dass hier der Eindruck entsteht, ich wüsste, was ich tue. Also ich habe mir die Folge angeguckt und ich fand diesen Moment ziemlich geil, als der Reifen komplett reingeploppt bist und du standst da völlig perplex und sagst, okay, das funktioniert wirklich. War nicht gestellt. Ja. Perfekt. Nee, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ready, steady, go! Also das ist ja auch der größte Fehler beim Reifenwechseln, dass man sich stressen lässt. Weil es ist ja oft, wenn man Platten hat und dann steht man auf dem Feldweg und dann stehen die Buddies um einen rum und starren einen an und denken so, wann bist du jetzt endlich fertig? Und meine größte Erkenntnis war, ich mache das jetzt alles hier zu meiner Zeit und wenn ich fertig bin, dann bin ich fertig. Und genauso sollte man das auf dem Feldweg bitte auch machen. Ja, da hast du nicht so eine einfache Klemmung an der Speiche, aber ja, sehr gut, das sieht doch super aus. Guck mal, der Reifenheber fliegt auch raus. Dann gucken wir mal beim Simon. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber das Wichtige ist ja... Als Rennsportler lasse ich mich natürlich stressen, weil so schnell wie möglich muss ich weiterfahren. Also Stress, Stress, Stress. Ja, das heißt, Adrenalin ist für dich absolut wichtig. Wichtig und leistungssteigernd. Ja, bei dir sieht es ja auch echt sehr gut aus. Was hast du jetzt an der Pumpe geguckt? Warum ist es überhaupt blau und rot? Ja, es gibt einmal das französische Ventil und einmal das klassische Autoventil. Und wir brauchen hier eben das französische Ventil. Bist du jetzt schon wieder am Pumpen? Ich bin bereits gleich fertig. Du hast den Schlauch jetzt schon komplett rausgemacht und wieder reingemacht? Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Also was ich gelernt habe, auf jeden Fall, wenn man den Schlauch wieder reinmacht, unten im Reifen platzieren, damit sich keine Körnchen oder irgendwas da dran kleben können. Und außerdem erstmal anpumpen auch. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kollege nebenan das auch gemacht hat, aber auf jeden Fall ein bisschen Luft in den Schlauch. Darauf hat er verzichtet. Ja, das meine ich halt, ja. Du setzt hier einfach nur auf die Geschwindigkeit und ich möchte bitte auch mit Qualität hier punkten. Ist absolut wichtig, weil ich meine, was bringt es dir, wenn der Schlauch drin ist und du rollst 2 Meter und er hat wieder keine Luft mehr? Genau, deswegen. Und ich roll ja hier nachher noch damit über die Messe. Deswegen. Sollte er auf jeden Fall funktionieren. Auf jeden Fall funktionieren. Du bist schon fertig, oder? Ja. Ja, okay. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay, Simon, Respekt. 2 Minuten, 53 Sekunden, aber sei mal ehrlich, während dem Rennen auf der Strecke, ist das ein bisschen lang? Wäre schon nicht ganz optimal, aber okay. Da haben wir auch noch CO2-Kartusche, also das spart uns nochmal eine gute Minute, von dem her. Ah, okay. Ja, also echt Respekt. Ich hätte das echt ein bisschen schneller machen können, ja? Also ich hätte da jetzt wirklich eine bessere Performance von dir erwartet. Ja, vor allem, er ist ja Rennfahrer und er sagte ja zu Beginn schon, Adrenalin ist das Wichtigste auf der Rennstrecke. Aber trotzdem echt Chapeau, Hut ab. Die Frage ist ja jetzt erstmal, ob es überhaupt korrekt ist. Sieht gut aus. Ich würde sagen, ja, in dem Fall ist es korrekt. Ventil ist auch zu. Es fehlt nur noch die Kappe. Aber bei dir sieht es auch ganz schön... Sieht super professionell aus. Hat absolut. Vielleicht mal Kaffee oder so. Wo ist denn eigentlich der Kuchen, von dem wir vorher gesprochen haben? Der muss in meinem Bauch sein. Ja, stimmt, du hattest schon einen. Deswegen bist du so schnell. Du hast den Kuchen genommen, den hätte ich Zucker. Auch mal nehmen sollen. Zucker. Ja.
So. Ja, aber das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ah, ich glaube, du brauchst nicht mal Reifenheber, oder? Schauen wir mal, warte. So rum. So. Du meinst, es geht ohne Reifenheber? Ja. Krieg ich hin, oder? Ja. Oh, dieses Erfolgserlebnis. Also bei der ersten Folge hast du noch die Reifenheber auch zum Montieren benutzt oder verwenden müssen. Check hier auch nochmal, ob der Schlauch nicht eingeklemmt ist. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob Monsieur das gemacht hat. Hat er auch verzichtet, ja. Du weißt doch, Rennsportler, da zählt jede Sekunde. Und ich meine, wenn er den Schlauch falsch gelegt hätte, dann... Hätte es geknallt. Genau. Ja. Dann hätte er wahrscheinlich seinen Teamchef angerufen und gesagt, hey, bring mir mal ein neues Laufrad. Das Ding ist, ich wechsle halt den Schlauch, so wie ich Fahrrad fahre. Langsam, aber sicher. So. Und die Pumpe hat auch eine blaue und eine rote Seite. Warum nimmst du jetzt die blaue? Ich bin es davon ausgegangen, dass es die richtige ist. Aber du kannst mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Absolut nicht. Du hast alles richtig gemacht. So. Ist das ein Workout hier? Ich bin eigentlich nur wegen den Häppchen hier. Ach so. Ja, aber die hatten wir ja... Oh, super. Plopp, plopp, plopp. Geploppt. Perfekt. Was wolltest du haben? Reifendruck? Ach, das passt. Guck. Reicht schon? Ja. Ja, dann... Hat man hier irgendwie, zieht man einfach oder? Einfach runterziehen, genau. Na schau. So, 2 Stunden später. Nein. Sehr gut, also wirklich. Also ich bin mir sicher, das war schneller als bei deiner YouTube-Folge, absolut. Definitiv, wir haben ja nur ungefähr 3 Stunden an der gedreht, aber... Ja, sehr schön. Hey, Anke, vielen lieben Dank. Simon, auch vielen lieben Dank. Sehr cool, also tut mir... Wenn jemand Reifenwechsel braucht, Schlauchwechsel, gratis, heute. Also dementsprechend wäre es auf jeden Fall gut, folgt Anke, Anke is awesome, auf Insta oder auch auf YouTube. Die nächste Folge kommt wann? Immer montags, ich bin schon sehr gespannt. Willst du uns schon Titel verraten oder um was es ungefähr geht? Das wäre ein totaler Spoiler. Okay, aber, dann lassen wir es. Aber früher oder später kommt noch ein Pony. So viel kann ich verraten. Ein Pony, geil. Dann ist das ja auch was für meine Nichten. Oh, sehr schön. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Ich finde, du hast es sehr toll gemacht. Wie gesagt, deine YouTube-Folge... Aber Simon hat schon auch. Ja, ich meine... Ja, aber er hat auch ein bisschen mehr Erfahrung. Sag mal so. Wie viel der Schlauch ist es ungefähr? Schwierig. Schwierig. Wahrscheinlich... Hohe zweistellige Zahl. Ja. Okay, also von daher. Aber du, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann sag Bescheid. Gib ich. Also gerade in Sachen Sicherheit kann ich mir noch einiges abgucken. Ich erkläre dir das auch gerne nochmal. Ja. Super, vielen, vielen lieben Dank, ihr zwei. Und ja, danke euch. Wir sehen uns dann bald wieder beim nächsten Mal Schlauch wechseln. Und wenn ihr mal wieder einen Schlauch wechseln müsst, dreht kurz eine Story, schickt uns zu oder addet uns. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Vielen lieben Dank, ihr zwei.